Herzlich willkommen beim Kaltra. Mein Name ist René, es freut mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einem neuen Verkostungsvideo. Heute wird es in die Space sein zu Glenallachie und zwar zum 15-jährigen original abgefüllten. Dieses Sample habe ich da auch schon etwa 2 Jahre in meinem Bestand. Von daher ist das noch eine ältere Abfüllung und ist von daher wahrscheinlich mit Oloroso und PX Sherry Fässern vermählt worden. Also 2 verschiedene Fasstypen heutzutage. Bei der neuen Abfüllung hat es ja noch Virgin Oak und Bourbon Fass dazu gemischt. Aber das wird noch eine alte Abfüllung sein. Und von daher gehe ich mal davon aus, dass hier diese Sherry Aromen überwiegen werden. Was gibt es noch? Es ist höchstwahrscheinlich nicht Q-gefiltert. Es steht hier leider nicht drauf auf kleinen Fläschchen. Aber so wie ich das so mitbekommen habe bei anderen YouTubern, die Whiskys von Glenallachie reviewed haben, da hat es immer geheißen, nicht gefärbt und nicht Q-gefiltert. Von daher gehe ich auch bei diesem hier stark davon aus. Dafür hat er doch eine sehr schöne, satte, dunkle Mahagoni-Farbe, was natürlich auch wieder für sehr feuchte Ex-Sherry-Fässer spricht, vielleicht auch oder höchstwahrscheinlich auch gesiesenete Fässer, die nur für eine kurze Zeit nass gemacht wurden mit Sherry, der dann entweder weggekippt oder als Balsamico-Essig vielleicht noch irgendwie wiederverwendet wurde. Ja, zieht auch schön Schlieren, schöne Likes. Macht es hier am Glasrand und auch schon in der Nase kriege ich sofort die typischen Oloroso und auch PX-Momente, die man so kennt, von Magikraut über nussige Sherry-Aromen, süß, alles sehr, sehr stark geladen mit diesen Aromen. Glenallachie ist ja vor einigen Jahren übernommen worden von Billy Walker, der vorhin bei Glendronach, Benriach und Glenglassow federführend war bei der Auswahl der Fässer. Und jetzt hat er den Lead hier übernommen und hat die Whisky-Distillerie auch sehr stark geprägt. Manche finden das gut, die sind auch wirklich Fan, und andere, die sind dann doch schon eher kritisch. Mir gefällt es eigentlich recht gut. Ich habe jetzt aber auch noch nicht so viel von Glenallachie im Glas gehabt, aber das, was ich bis jetzt hatte, hat mir eigentlich durchaus gut gefallen. Glenallachie heißt auch Valley of the Rocks, übersetzt ins Englische, also Tal der Steine, was ich auch in diesem Schriftzug niederschlägt, den die Distillerie seit der Übernahme so auf ihren Etiketten trägt, was doch sehr stark an die Flintstones erinnert. Was natürlich auch Sinn macht mit Tal der Steine. Ja, es ist wirklich sehr aufgeladen, sehr dominant. Ich denke, vom eigentlichen Distillerie-Charakter kriegt man hier wirklich nichts mehr mit. Das ist wirklich so extrem schwer aufgeladen, das Zeug.
Also mir gefällt es, aber es gibt sicher auch welche, die sich davon ein wenig, ja, ich will jetzt nicht sagen, abgestoßen fühlen, aber doch nicht so Fan davon sind. Ich probiere mal, Slouche. Ja, auch hier sehr intensiv, sehr fruchtig, holzwürzig kommt der auch noch rüber. Nussig, all die typischen dunklen Früchte, Rosinen. Er ist auch süß. Ich hatte im vorherigen Video den Tandoo 15 im Glas. Und dieser hier ist auch um einiges dunkler und intensiver als der Tandoo 15. Kommt mir jedenfalls jetzt so vor. Und auch diese wirklich Sherry-Machi-Kraut-Aromatik ist jetzt noch viel stärker vorhanden, als es beim Tandoo vorhin der Fall war. Das muss man dann schon mögen. Und weil er halt auch noch diese PX Sherryfässer dabei hatte, wirkt der dann auch noch süßer dazu. Ja, das ist wirklich die volle Dröhnung. Was habe ich gesagt? 46 Blumenprozente, genau. Ich gebe auch dem jetzt mal zwei Tröpfchen Wasser bei. Mal schauen, was da noch geschieht. Ob sich der noch irgendwie verändert. Also wer auf so typische Glendronach, Sherry-Fass gereifte Whisky steht oder Macallan Sherry oder wie gesagt den Tandoo oder Glenfarclas, der wird sich auch hier bei diesem Whisky, denke ich, zu Hause fühlen. Das ist genau diese Kerbe und diese Richtung, die hier bedient wird im Whiskyfeld bei den schottischen Whiskys. Der macht hier sicherlich auch nichts falsch, wenn er diesen Whisky kauft. Ganz klar. Boah, jetzt habe ich fast zu schnell geschluckt, dann beinahe habe ich mich verschluckt, dann wäre dann nicht so schön. Ja, der ist wirklich süffig, süß, geschmeidig, würzig, oloroso, voll auf die 12. Also da muss man sich schon darüber im Klaren sein. Wenn man diesen Whisky kauft, da gibt es keine Gefangenen. Der ist wirklich mitten auf die 12. Aber mir gefällt es, also der ist wirklich sehr intensiv. Um einiges intensiver als der Tamu 15. Wie sieht es mit euch aus? Hattet ihr den auch schon im Glas? Wie hat er euch gefallen? War es ähnlich? Hattet ihr ganz andere Eindrücke? Hat er euch überhaupt gefallen? Schreibt es doch in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren, was ihr dazu meint. Ich finde, für um die 73 Euro, wie ich ihn jetzt da gesehen habe im Internet, kann man den durchaus kaufen. Immer noch, auch 2023. Natürlich war er vor 3, 4 Jahren noch um einiges billiger zu haben. Da hätte man vielleicht noch zugreifen müssen und sich ein paar Flaschen davon auf die Seite legen müssen, wenn man dieses Profil sucht. Und ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht mehr zu sagen. Dann war es das wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.